Sie hat nichts dagegen, im Schatten zu verweilen. Der Sport stellt sie schon genug ins Rampenlicht. Laura Dahlmeier besucht privat eine Fotoausstellung über Tibet und die verblüffenden Ähnlichkeiten mit dem Leben in den Alpen. Das Schicksal der Exil-Tibeter liegt der Biathlon-Olympiasiegerin am Herzen. Eine Initiative aus ihrer Heimat hat ihr die Augen geöffnet. Für mich sind die Berge eigentlich so die Verbindung oder auch die Brücke. Und gerade Kinder zum Helfen, die einfach keine Schulbildung ermöglicht kriegen, dass man da was Gutes macht, das war mir eine Herzensangelegenheit. Das war mir einfach super wichtig. Und wenn man sieht, wie schlecht es den Menschen da vor Ort geht, dann weiß man, dass das wirklich ja, jeden Cent wert ist. Anfragen zu helfen gibt es viele. Laura Dahlmeier ist es wichtig, langfristig die in Südindien lebenden Exil-Tibeter zu unterstützen. Die Initiative Oberland aus Mittenwald leistet seit 20 Jahren Aufbauhilfe. Ihr prominentestes Mitglied hilft, aber lieber im Hintergrund. Es soll dabei ja ganz sicherlich nicht um mich gehen, sondern um die Menschen vor Ort. Und ich finde es schön, dass die Öffentlichkeit ein bisschen was mitkriegt. Und wenn der ein oder andere sagt, hey, das ist ein schönes Projekt, da möchte ich einfach auch Geld geben, dann darf mich das also ganz arg freuen. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man sagt, man hat da eine konstante Partnerschaft. Den Exil-Tibetern in Indien geht es trotz internationaler Hilfe weiterhin schlecht. Die Initiative Oberland hilft vor Ort und vermittelt Patenschaften. Auch Laura Dahlmeier hat seit 4 Jahren ein mittlerweile fast volljähriges Patenkind. Sonam, Musterschüler mit viel Humor. Ich weiß noch das erste Mal, wo es darum gegangen ist, dass man vielleicht ein bisschen was hinschickt. Ich habe mir gedacht, ah, super, da schicke ich einfach einen warmen Winteranorak und eine Wollmütze. Und dann habe ich Fotos gekriegt, wie der Sonam bei 30 Grad dann mein warmes Zeug gehabt hat. Und es war ein bisschen unpassend. Ihr Patenkind hat ihr schnell verziehen. Laura Dahlmeier pflegt regen Kontakt zu Sonam, der im fernen Indien mitfieberte, als sich die Garmisch-Partenkirchnerin ihren Kindheitstraum bei Olympia erfüllte. Ihr Sport und ihre Popularität ermöglichen ihr, anderen Menschen zu helfen. Ich versuche natürlich mit Kleinigkeiten Gutes zu tun, aber ich versuche wirklich das Hauptengagement auf 2, 3 Sachen zu lenken. Und wirklich die wichtigste Sache, was mir meist am Herzen liegt, ist einfach die Initiative Oberland. Abt Jamyang Gongpo überreicht eine Kata, der buddhistische Schal als Dank für die stille Unterstützerin.